breakfast in London, and it's lunch in New York. But I must tell you this, tonight it's dinner in Paris.
Ahoi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute ist Dienstag, der 4. August und wir sind gerade auf dem Weg von Breslau Richtung Ostsee. Im polnischen Süden rund um Wrocław Richtung Krakau hat es heute Morgen geregnet ohne Ende. Und so haben wir unseren Plan ein bisschen geändert und haben entschieden, dass wir heute statt Richtung Krakau doch eher Richtung Norden, also Richtung Ostsee fahren. Hier sollte das Wetter ein bisschen besser sein und das klappt auch, es ist mittlerweile trocken. Bis auf ein paar Mücken, die um mich herumfliegen, geht es eigentlich. Und lustigerweise meinte mein Navi zwischendurch, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen Fähre zu fahren. Und im Moment warten wir auf die Fähre. Könnt ihr ja sehen, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Seilzugfähre. Das heißt, die hat gar keinen Motor, die zieht sich an den Seilen rüber. Wir werden mal schauen. Mal gucken. Auf jeden Fall spannend. Minuten Kreuzfahrt auf dem Meer. Naja, Fluss. Einmal Fähre fahren in Polen. Mal sehen, vielleicht haben wir das ja noch öfter. Ist euch was aufgefallen beim Fährefahren? Genau, die war kostenfrei.
Also Polen hat einfach nur super tolle Straßen. Zumindest ist dann, wenn man nicht auf der Suche nach toll ausgebauten Hauptstraßen, die sich für 130 eignen lässt. Nachdem das jetzt nicht unser Ziel ist. Also, dann einmal auf zum Ostwallbunker. 3 Kilometer noch. So, das war Bunker. Letzte Führung geht um 15 Uhr. Dauert 2 Stunden, kostet 28 Zloty. Die 28 Zloty hätten uns jetzt nicht so gestört. Aber erstens die 2 Stunden Dauer. Und zweitens, letzte Führung war um 15 Uhr. Wir haben jetzt 16 Uhr. Damit wird das für heute nichts mehr. Ob wir nochmal zu so einem Bunker hinfahren, mal gucken. Es müssten eigentlich noch ein paar auf unserem Weg liegen. Und am Westwall waren wir schon, jetzt sind wir gerade am Ostwall. Es gibt natürlich mehr als nur das, was sie an den Stellen zeigen, und so fahren wir gerade an einem von diesen Bunkergebäuden vorbei. Vorhin haben wir schon mal eins gesehen. Für mich ist das ein bisschen wie nach Hause kommen. Also ich fühle mich hier sehr heimatlich, weil die ganzen Gebäude, gerade wenn die aus dem roten Backstein sind, die Art und Weise, wie die Höfe und die Häuser gebaut sind, das ist nicht so unterschiedlich zu Schleswig-Holstein. Call me only as
So, das war's für heute mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr abonniert, sehen wir uns im nächsten Video.